Heute wurde ich gebeten, meine Filme einzustellen. Ich habe heute leider nicht gedreht, weil mein Besuch, den ich abstatten musste, war leider nicht, also war nicht anzutreffen und ich hatte einen Schüttelfrost. Und ist so fiebrig in die. Und dann habe ich noch zwei Jungs getroffen, die haben mich wollen ansprechen, weil ihnen vorgekommen ist, wahrscheinlich haben sie nur Bruchstücke eines Videos gesehen. Ich hätte mich irgendwie gedroht oder so. Und dann wollte ich sagen, ich möchte mich entschuldigen, aber das war nicht das Drohen gemeint. Ich habe mich vor die Kirche hin positioniert, habe ich gesagt, jetzt, wenn ich in 33 Jahren nicht von einem schönen Mädchen erhört werde, ein einziges Mal, dann wird was Schreckliches passieren. Und das meine ich, so wie ich es sagte. Ich sagte nicht, ich werde irgendeine Gewalt nehmen. Habe ich extra dazu mehrmals erwähnt. Sondern es wird was Schreckliches passieren. Furchtbar, verstehst du? Und die Kinder haben gemeint, ich würde vielleicht ihnen was tun. Das stimmt überhaupt nicht. Ich tue niemandem was, verstehst du? Ich bin ganz zärtlich und gut. Ich sage nur, wenn die Menschen so verhärtet sind, dass sie der Bitte nicht nachkommen, verstehst? Und jetzt schon 400.000 Männer in den Selbstmord gesprungen sind und in Amok fahren und ihre eigenen Familien manchmal vorher umbringen, dann ist das bereits schrecklich genug für den einfühlsamen Menschen. Wo sie denken, wenn 400.000 Menschen die eigenen Familien oder sich selber ermorden. Und da 30 Jahre vorher. Heroin, Alkohol schlagen, Zähne rausschlagen, jeden Tag Polizei, Polizei, Polizei. Verstehst du, das kostet Milliarden und das kostet so viel in das Leben. Und das kostet Milliarden, verstehst du? Und jetzt meinte ich so, du musst einmal eingehen, liebe Frau, auf das 33-jährige Bitten irgendeines Mannes. Auch wenn er dir nicht so gefällt, du kannst dennoch einmal die Arroganz abstellen und sagen, ja, 5 Minuten trinkst du einen Tee mit Lebkuchenzelt. Damit kannst du alle furchtbaren Amokfänger abfangen. Du kannst 400.000 zu Weihnachten das Leben retten und was Gutes tun. Dich preisend als Gastgeberin herzlich werden, kann man so heißen und loben. Was glaubst du, wenn ich jetzt da sage, Bob, bist du schön und du gefällst mir und mein Wohlblick. Also mein Blick ist im sehnsüchtigen Verlangen vollkommen gestillt. Das wäre schön. Und ich habe dann versucht, mit den Jungs zu diskutieren, aber das war nicht ganz gerecht, weil die Jungs noch Schüler von etwa so 14 Jahren waren. Und ich habe ein paar also Begriffe aus der Erwachsenenwelt, von der Psychiatrie, Gesellschaftstheorie und so weiter, gebraucht, die sie ja gar nicht verstehen konnten. 68er Generation und Powerfrau und Peace und was weiß ich. Das verstehst du, wie ich meine? Da waren die Kinder überfordert, also diese Jugendlichen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das war kein zu guter Zugang. Weil sie sind dann ein bisschen wütend über mich geworden, weil ich mich vielleicht nicht so gut verhalten kann. Aber dann habe ich wieder etwas Lustiges mit ihnen gemacht. Weil sie, dann haben sie mich ein bisschen zusammengeschöpft. Dann habe ich gesagt, Bax, 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 bis sie ruhig waren, bis sie nichts mehr sagten. Das heißt nämlich, paradoxe Intention. Das ist in der Psychiatrie von Herrn, wie er heute heißen, Viktor Frankl, glaube ich, einmal wieder aufgenommen worden, dass manchmal etwas, was sich in sich widersprüchlich ist, ein Spannungsfeld erzeugt, das wieder lustig wirkt, nämlich den Frieden ein bisschen kräftig, sogar ein bisschen kriegerisch auszurufen. Also Frieden, Frieden, ich rufe nach Frieden. Das heißt ja, Frieden heißt ja Pax. Ich habe zu den Jungs einfach gesagt, Pax, Pax. Aber sie konnten vielleicht das gar nicht verstehen, was dahinter steht. Und einer der Jungs hat gesagt, warum spottest du mich aus? Und hat gesagt, da könnte ich zurückschimpfen. Das war kein Schimpfwort, bitte. Das war ein Fried. Ich will dein Freund eigentlich sein, wollte ich damit sagen. Aber ich sagte es in der Autorität
des erwachsenen Menschen zu einem jugendlichen Menschen. Verstehst du? Das ist mein Recht, lieber Jugendliche. Dass ich, wenn ich 50 Jahre älter bin als du oder 40, dass ich sagen kann, einmal ein bisschen scharf, Bax. Das heißt Frieden. Ich will dein Freund sein. Verstehst du? Es. Mehr habe ich heute nicht zu bringen, leider. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend. Und sage, ich habe Schüttelfrost. Ich habe mich verkühlt vor lauter Beten im Freien.